Hallo Vinyl Community, heute nochmal ein Video von mir, meine 5 Lieblingsstudioalben von, heute meine Top 5 von Paul McCartney. Nach dem Ende der Beatles 1970 machte Paul McCartney mehr oder weniger solo weiter. Er hatte zwischenzeitlich seine Band Die Wings, hat auch Solo-Platten aufgenommen, Platten mit seiner Frau und mit anderen Musikern. Ich zeige euch heute meine 5 Lieblingsalben von Paul McCartney, meine Top 5. Wir beginnen gleich mit der Nummer 5 in meiner Top 5. Wings at the Speed of Sound von 1976. Ein klasse Album. Ich nenne dir mal 2 größere Hits von diesem Album. Let Him In und City Love Songs. Tolles Album, wie gesagt, von 1976, erschienen auf EMI Elektroda, das war eine deutsche Pressung mit diesem Label und mit dieser schönen bedruckten Innenhülle. 76, Wings at the Speed of Sound, meine Nummer 5. Meine Nummer 4, wieder die Wings, Venus and Mars von 1975. Kam in dieser wunderschönen Klapphülle heraus. Hatte tolle Songs drauf. Der Titelsong Venus and Mars. Dann bekannter schon Rock Show. Dann Listen to What the Man Said. Klasse Album. Das hier ist eine amerikanische Pressung auf Capitol Records. Kam mit diesem lilanen Capitol Label heraus. Und hatte, wie auch die meisten anderen, eine bedruckte Innenhülle. Bei diesem Album als Besonderheit gab es noch 2 Poster. Das eine Poster, dieses hier, hat 5 Fotos von der Cover-Foto-Session, von dem Innenfoto, von dem Club-Cover. Und noch ein zweites Poster mit einem sehr schönen Bandfoto, wie ich finde. Tolle Sache. Ist meistens nicht mehr dabei, wenn man die Platte irgendwo gebraucht kauft. Das war meine Nummer 4 von 1975, Venus and Mars. Meine Nummer 3 ist Band on the Run, original 1973 erschienen. Ich habe hier diese relativ neue Nachpressung aus der Paul McCartney Kollektion. Die Originalplatte sah, glaube ich, genauso aus. Allerdings sind hier 2 Platten enthalten. Auf der ersten Schallplatte ist das Originalalbum drauf, remastered. Und auf der zweiten Platte sind Outtakes, Live-Versionen, Single-B-Seiten und solche Sachen drauf. Tolle Sache. Haben die auch sehr gut gemacht mit schön bedruckten Innenhüllen und die Plattenlabels, den Originallabels nachempfunden. Schöne Sache. Wie gesagt, Nummer 3, Band on the Run, Original, 1973 erschienen. Meine Nummer 2, 1971 im Original erschienen, ist das Album Ram. Auch hier wieder nicht das Originalalbum, aber das sah genauso aus. Das hier ist wieder aus der Paul McCartney Kollektion, wo alle Platten nach und nach erscheinen. Und hier wieder das gleiche. Auf der ersten Schallplatte die remasterte Version des Originalalbums und auf der zweiten Schallplatte Outtakes, Live-Version. Gute Sache. Das ist die eine bedruckte Innenhülle. Als Beispiel nur. Haben einen sehr guten Job gemacht, die Leute. Und in dem Zuge der Paul McCartney Kollektion kam dann auch nochmal, speziell für Ram, diese Mono-Version heraus. Die gab es vorher nicht. Das Album Ram in Mono, tolle Sache, war nicht preiswert, musste ich haben. Und es kam auch nochmal heraus, auch in dem Rahmen der Ram-Neuveröffentlichung, dieses Album Thrillington mit allen
Songs von Ram nochmal instrumental eingespielt mit Orchester. Erschien im Original, glaube ich, 1977 und kam jetzt nochmal mit der Neuveröffentlichung nochmal heraus. Tolle Sache, musste ich natürlich auch haben. Wenn Ram, dann alles komplett und erschien auch wieder mit einer bedruckten Inhülle. Meine Nummer 2 von 1971, Ram. Bekanntestes Lied von dem Album Ram ist übrigens Uncle Albert und Admiral Halsey. Eine bekannte Single aus dem Jahr 1971 auf dem Album. Mein Lieblingsalbum, meine Nummer 1 in meiner Kollektion, Paul McCartney Platten, ist London Town von 1978. Klasse Album. Das hier ist die deutsche Pressung, speziell für die DDR, für die Intershops. Da sieht man ja an dieser Nummer hier oben. Habe ich auch damals selber persönlich in einem Intershop gekauft. Hier in der DDR. Tolle Sache. Tolle Songs drauf. Bekannteste Single-Auskopplung, With a Little Luck. Der Titelsong ist gut. London Town. I've Had Enough. Tolles Album. Meine Nummer 1. Und wie gesagt, deutsche Pressung. Ein Label in Farbe, der Sommer, und ein Label in Schwarz-Weiß, der Herbst. Das war meine Nummer 1, London Town von 1978, von Paul McCartney, von Sir Paul McCartney, meine Top 5. Das war das Video für heute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.